Hallo! So, wir machen heute weiter mit Fähigkeiten und Kompetenzen, damit wir das ja mal zum Abschluss bringen. Und ich glaube, ich werde auch nur immer eine Woche noch dazu kommen, weil sich bei mir da ein bisschen was verändert hat. Evchen hat ein paar andere Objekte, um die sie sich zurzeit kümmern muss. Ich glaube nicht nur zur Zeit, sondern das werde ich dann wahrscheinlich jetzt auch so lange wie es läuft, werde ich das auch machen. Ja, einige von euch wissen Bescheid. Auch nochmal ein Dankeschön an die diese Gruppe unterstützen und aktiv dran teilhaben. Ja, das ist schon schön, wenn man so Leutchen findet, denen es ähnlich geht und man sich austauschen kann und gegenseitig Mut machen kann. Ja. An Malte, an Christian, an Tamara, an Susi, an Sabrina und wer noch alles mit dabei ist. Ja. Das macht Spaß mit euch. Ja, wir hatten ja in den letzten Stream hatten wir ja auch. Meine Physiotherapeutin hat sich den ja auch angeschaut und meinte, ey, da musst du schon mal voll ablachen. Ja. So bin ich halt, ne? Aber nur so macht es Spaß, wenn alle anderen auch mitmachen und da auch ein Feedback kommt. So. Jo, Fähigkeiten und Kompetenzen. Ich lese wieder vor. Und dann mache ich mit dem anderen, oder dann sind wir ja mit der Broschüre fertig. Und die liebe Tamara hat sich ja ein Thema gewünscht. Das habe ich mir auch rausgesucht und damit fangen wir dann an. Also machen wir dann weiter. Das ist auch wieder unter vielen oder unter einzelnen Rubriken unterteilt. Ja, jetzt machen wir aber erstmal Fähigkeiten und Kompetenzen zu Ende. Zu dem Hauptthema. Wo bin ich denn hier? Das war das Hauptthema. Jo. Ich könnte eigentlich auch die zwei Seiten zurückblättern. Aber ich glaube, das war Herausforderung, genau. Empowerment etc. So. Ja. So. Ich gucke hier wieder runter. Ja, packe ich das? Ich glaube, ich packe das lieber hin. So, wie handelt ein kompetenter Patient? Ärzte und Patienten haben durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Dies hängt auch mit der Frage zusammen, was zeichnet Gesundheit aus? Patientenkompetenz ist ein junger Begriff. Er entstand um das Jahr 2001. Jetzt kommt die ganze Vorgeschichte hier. Noch vor rund 50 Jahren akzeptierten Patienten Diagnose und Therapiewahl des Arztes. Der Begriff Götter in Weiß für Mediziner charakterisiert diese Zeit. Von etwa 1970 an wird der Patient über die Art und Folgen der Therapie informiert, vorrangig, um den Arzt rechtlich abzusichern. 10 Jahre später rücken die Patientenrechte ins Blickfeld. Der mündige Patient und sein Mitspracherecht bei der Therapie werden zum Thema. Wiederum 10 Jahre später wird um 1990 wird aus dem Mitspracherecht die Mitsprachepraxis und der Patient zum gleichberechtigten Partner bei der Therapieentscheidung. Die heutige kompetenten mitgestaltenden Erkrankte schließlich sucht seinen eigenen Weg,
mit der Krankheit und will aus eigener Kraft zur Gesundung beitragen, indem er seine Ressourcen, die Selbstheilungskraft, mobilisiert. So, ich glaube, das war die Einleitung. Ja, ich glaube, jetzt geht das so. Ich glaube, die letzten Themen sind immer nicht so. Aber wir nehmen die ganze Broschüre durch. Wenn wir mit ihnen anfangen, dann machen wir auch weiter. So, gesund trotz Symptomen. Darüber, was Gesundheit ist, gibt es verschiedene Auffassungen. Während die klassische Medizin darin die Abwesenheit von Dysfunktionen und Symptomen sieht, kann sich ein Mensch auch mit vorhandenen Symptomen als gesund empfinden, sofern er ein Symptom ohne fremde Hilfe managen und angstfrei als normale Entscheidung akzeptieren kann. Oh, der Frosch, ey, der kotzt mich ja doch schon mal an. Der heutige kompetente Erkrankte versucht, sich über seine Erkrankung bestens zu informieren. Organisiert wie die DMSG unterstützen ihn dabei mit fachlich fundierten Angeboten und bieten Möglichkeiten, sich mit Gleichbetroffenen auszutauschen. Oder man macht es so wie Evchen, gründet eine eigene Gruppe und Webseite, Homepage und wächst somit mit anderen zusammen. So. Selbstkompetenz, eine Säule der Patientenkompetenz. Um miteinander zu können, brauchen Patienten Kompetenzen. Oft zitiert wird das Vier-Stufen-Modell des Gesundheitspädagogen, meine Fresse, das ist aber auch schon wieder ein, Christoph Kranisch. Den muss ich erstmal googeln. Basis dieses Modells ist die Selbstkompetenz. Darauf bauen die Beziehungskompetenz zum behandelnden Arzt an die Sozialkompetenz, zum Beispiel in der Selbsthilfegruppe, und die Demokratiekompetenz, zum Beispiel in der politischen Mitbestimmung, auf. So, Selbstkompetenz heißt, sich Wissen und Kenntnisse über die Krankheit, deren Diagnose und Therapien anzueignen. Dies setzt die Kenntnis von Recherchemethoden und die Kompetenz, das Recherchierte bewerten zu können, voraus, damit die Behandlung mitverantwortet und mitgestaltet werden kann, muss der Betroffene mit der Erkrankung umgehen können. Er muss bereit sein, zu lernen und sich zu verändern. Er muss ein Gefühl für sich, seine Krankheit und das eigene Leben entwickeln. Ja, es dauert bei jedem unterschiedlich lang oder kurz, ja. Ich denke, es kommt doch immer darauf an, was es für eine Erkrankung ist, ja. Also bei chronischen Erkrankungen, glaube ich, ja, da gibt es auch wieder Unterschiede bei chronischen Erkrankungen. Also wenn ich glaube, ein Diabetiker kommt mit seiner Diagnose besser klar als einer, der MS, Leukämie oder Krebs oder sowas hat. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
So, lesen wir weiter. Im Fall einer chronischen Erkrankung wie Multiple Sklerose bedeutet es auch, den Mut zu haben, durch Ausprobieren den eigenen Weg zu finden, um mit der Krankheit besser leben zu können. Was tut mir gut? Welche Situationen fördern dein Wohlbefinden? Was kann ich tun, um häufiger solche Situationen zu erleben? Wie kann ich meine Gedanken und Gefühle managen, um nicht in das berühmte schwarze Loch zu fallen? Dies gelingt, wenn der Körper und dessen Signale bewusst wahrgenommen werden. Das stimmt. Also ich habe anfangs auch immer gepowert und habe gesagt, und also ich war auch fix und fertig und habe dann auch mal so mitgekriegt, dass meine Beine angefangen haben zu zittern oder dass ja, die Beine schwer wurden, aber ich habe trotzdem den Haushalt weitergemacht. Oder was weiß ich, was man so alles gemacht hat, ja. Ich kann mich auch nur an eine Situation erinnern. Da waren mein Ex und ich mit unserer Tochter spazieren, mit ein paar Freunden noch mit dabei. Und ich hatte wirklich, also wir sind lange spazieren gegangen. Ich weiß auch nicht, ob ich da schon von wusste. Wusste ich davon schon? Von der Erkrankung? Das weiß ich auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Naja. Auf jeden Fall ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall sind wir spazieren hier. Und ich habe dann immer schon gemerkt, wie die Beine dann schwer wurden. Und auch so dieses Schlürfen, dieses, ja, wo jeder, zum Beispiel die Eltern sagen, Mensch, Kind, heb doch mal deine Füße, du musst hier nicht so rumschlürfen, ja. Und ich habe auch gemerkt, mit jedem Schritt, dass meine Beine schwerer wurden und ich habe wirklich nur noch Ausschau nach einer Bank gehalten. Also, das wäre mir auch scheißegal gewesen, ob die weitergelaufen wären. Weil ich wollte mich einfach hinsetzen und ausruhen, ja. So, und gut, man hat jetzt nicht immer, wenn man spazieren geht, immer das Glück, irgendwo eine Bank zu finden, ja. Aber ich war dann echt froh, als wir da in so einem komischen Café oder so waren, war da. Ja, und da hat sich Evchen ausgeruht. Da war Evchen, das kann sich keiner vorstellen. So, man hat das gesehen und wusste, ey, ich kann mich gleich hinsetzen. Ja, und ja, und wie gesagt, mit einer Haushalt war das genauso. Ich habe mir gesagt, nee, das mache ich jetzt hier weiter. Ich kann mich dann nachher noch ausruhen. So, das Problem war, dass ich, wenn ich das wirklich alles durchgezogen habe, keine Pause zwischendurch gemacht habe, dass ich hinterher so richtig, richtig fertig war. Also, da haben 10 Minuten Pause oder so nicht gereicht. Ja, das musste eine halbe, dreiviertel Stunde sein. Ja, und dann ging es ja los, dass man so auf seinen Körper gehört hat, ja, was kann ich, wann brauche ich eine Pause, ja. Und das Hocharbeit, das ist, weil man muss sich ja dann auch eingestehen, Mensch, du brauchst jetzt die Pause, du kannst das nicht. Und selbst wenn du mit Freunden unterwegs warst, ja, ging mir eine Zeit lang so, dass, wenn du dann gesagt hast, können wir uns mal irgendwo hinsetzen, eine Pause machen, war das immer so, bevor ich das gefragt habe, ja, ging das in meinen Kopf durch, oh, was für dumme Sprüche oder was für Kommentare werden jetzt kommen, so nach dem Motto, oh, nö, komm, nö, das kleine Stück schaffen wir noch, ja, und gucke mal da vorne. Weil ich glaube, das Verständnis war einfach nicht da. Wenn man gesagt hat, so,
ich brauche jetzt die Pause. Und man muss denn auch so stark sein, zu sagen, ja okay, dann läuft weiter und ich setze mich hin, ich komme dann schon irgendwann ab. Ja? Das kann auch nicht jeder. Ja, und wenn man das denn für sich geschafft hat, zu sagen, ist mir egal, was ihr jetzt hier denkt, ja, oder einfach ohne zu denken, was könnten die anderen jetzt antworten, zu sagen, so, ich brauche jetzt eine Pause, lass uns mal hier hinsetzen, hier ist eine Bank, ich muss mich mal kurz ausruhen, bevor es ganz aus ist, ja. Das muss man lernen, da auch auf die Meinung anderer einfach mal zu scheißen, ja. Einfach nur an sich mal zu denken. Weil wie viele Leute denken im Negativen an sich, ja? Und das ist ja jetzt zu sagen, ich brauche eine Pause, ist ja nicht, um die andere zu ärgern, sondern einfach für seine Gesundheit, dass man eben halt wirklich so gut wie möglich, Mensch, wie sagt man, wie drückt man das aus? Mithalten kann ist auch scheiße, weil wenn man mithalten könnte, bräuchte man keine Pause. So seine eigenen Kräfte einzuteilen. Und da muss man eben halt einfach auf die Meinung anderer scheißen, ja. Ich habe dann, es kam dann wirklich mal so, oh, brauchst du wieder eine Pause? Wir kommen ja nie vorwärts, ja. Und irgendwann war es dann mal so, dass ich mir da gar nichts mehr draus gemacht habe und einfach nur gedacht habe, bete mal jeden Tag mindestens dreimal zu Gott, dass du nicht krank wirst, weil sonst hast du nämlich dasselbe Problem irgendwann wie ich. Egal, ob es MS ist oder was anderes. So. Und daher. So, wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Ja, so, wir haben jetzt so umgedreht. So, jetzt fangen wir hier weiter. Oh. Kriegen wir das hin? Ich möchte jetzt keine zwei Videos hier für das machen. Als Experte in eigener Sache bringt sich der kompetente Erkrankte in eine Therapie ein, in der persönliche Bedürfnisse und Krankheitsbewältigung und das subjektive Wohlbefinden einen wichtigen Platz einnehmen. Empowerment-Prozesse haben Anteil daran. Das aus dem noch vor wenigen Jahrzehnten bevormundeten und sogar in seinen vier Wänden eingesperrten MS-Patienten ein mitgestaltender Betroffener werden konnte. Diesem ist es möglich, nicht nur auf der individuellen Ebene sein Leben zu managen, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene für seine Bedürfnisse zu streiten. Empowerment ermuntert die in der Öffentlichkeit immer noch mit vielen Vorurteilen behaftete Krankheit MS zu thematisieren, offen über sie zu reden und sich zu ihr zu bekennen. MS ist immer noch unheilbar und für diejenigen, die unter ihrem fortschreitenden Verlauf ohne Schübe leiden, gibt es noch keine überzeugende, den Krankheitsverlauf beeinflussende Therapie. Für junge, schwer an MS erkrankte Menschen, die dauerhaft auf fremde Pflege angewiesen sind, gibt es viel zu wenig adäquate Möglichkeiten, um selbstbestimmt leben zu können. Deshalb ist Empowerment für MS-Erkrankte auch auf der gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Ebene wichtig. Wer ist kompetenter als MS-Erkrankter, um die Bedürfnisse, die Multiple Sklerose mit sich bringt, zu artikulieren und zu vertreten?
So, Ausblick. Die erweiterte Patientenkompetenz wird Thema der zweiten Broschüre der Empowerment-Reihe sein. Darin werden die Arzt-Patienten-Beziehung und die sogenannten partizipative Entscheidungsfindung, die gemeinschaftliche Bestimmung und gemeinsame Verantwortung einer Therapie erläutert. Ein weiteres Thema wird die Sozialkompetenz sein. Wie gehe ich mit Angehörigen um? Wie stelle ich mir ein Helferteam zusammen? Wie motiviere ich meine Helfer? Und wie sage ich Danke? Oder wie sage ich ihnen Danke? Da muss ich doch nochmal ein zweites Video machen. Weil ich bin... Weil gerade hier bei der letzten Frage, und wie sage ich Ihnen Danke, bin ich der Meinung, dass in vielen Fällen es einfach selbstverständlich ist. Und diese Meinung habe nicht nur ich. Dadurch, dass ja, wie gesagt, die Gruppe da entstanden ist, und auch so mit den Gesprächen mit euch. Bin ich wohl nicht die Einzige, die so einiges als selbstverständlich in der Familie, Partnerschaft und sowas sieht. So, jetzt sind hier noch von Christina. Ich sehe den Rollstuhl als Hilfsmittel. Mit seiner Hilfe kann ich wertvolle Kraft und Energie sparen. So, Rumi, neue Aufgaben haben mir viel Kraft gegeben. Das ist jetzt hier mit der Gruppe nicht anders, ja. Und was man denn auch so, wie gesagt, mit der Anfrage, was ich da in dem Stream erzählt habe, hier mit dem Shooting und sowas, das ist Wahnsinn, was man eigentlich mit seiner Geschichte oder überhaupt die Aufmerksamkeit anderer anzieht, ja. Ich glaube, ich werde das wahrscheinlich machen, weil es geht ja nun wirklich nicht um Modelmaße oder so. Es geht ja einfach wirklich darum, um das Thema, jeder Mensch ist auf seine Art schön. Ja, egal ob dick, dünn, behindert, nicht behindert, Rollstuhl, nicht Rollstuhl, ein Bein, ein Arm. Und wie gesagt, die Setcard habe ich ja gesehen, also sind wirklich... Querbeet Menschen, ja, und ich unterstütze sowas. Ich finde sowas schön. Wenn ich da mithelfen kann, ja. Und dadurch, dass es ja in Sachsen-Anhalt ist, ist das ja, es ist ja auch in meiner Nähe, es ist ja nicht, was weiß ich, wo sehr muss ja wirklich nicht weit fahren. So, und wenn dann die ersten Fotos von mir sind, dann werde ich die auf meiner Seite dann machen. Dann könnt ihr mal Clean Ischen sehen mit den anderen Leutchen zusammen. Und es ist wirklich so, dass jeder auf seine Art einzigartig schön ist. Nicht hässlich, sondern einzigartig schön. So, jetzt mache ich ein neues Video. Ich werde jetzt hier nicht mehr über die Selbstverständlichkeit, über die, wie sage ich Danke, weil ich sage mir mal, wenn in der Familie ein Familienmitglied erkrankt ist oder der Partner, die Partnerin oder auch das Kind, keine Ahnung was, ja,
da muss der Betroffene für die Hilfe, um die er bittet oder annimmt, muss er ja nicht Danke sagen, weil ich bin ja immer noch der Meinung, und das seid ihr ja auch, Gott sei Dank, habe ich ja die Erfahrung und das Feedback bekommen, dass es einfach in der Familie selbstverständlich ist, sich zu unterstützen. Ja. Es gibt natürlich auch Familien, da muss man sich bedanken, und wenn man sich nicht bedankt, wird man erstmal gleich, ja, du bist undankbar und keine Ahnung was. Ja. So, und dann machen wir mit Tamaras Wunsch weiter. Tamara hat sich die unsichtbaren Symptome der MS gewünscht. Dann machen wir damit weiter. So, ja, Herausforderungen haben wir abgeschlossen. So, und dann, wenn ich es hinkriege, spiele ich euch mal das Lied, das neue Lied von Zahnwürz Albinio vor. Gestern habe ich es ja schon in der Gruppe gepostet und jeder, der es gehört hat, hat gesagt, oh geil, top. Ja, ich muss mich, glaube ich, schon ein bisschen dran gewöhnen. So, schön mit Ö. Für dieses Video, es kommt jetzt gleich noch das andere Video.